Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS-Radler. In diesem Video stelle ich dir mal den neuen Garmin Edge Explorer 2 vor. Viel Spaß damit! Kurz nach dem Edge 1040, zu dem es auch hier auf dem Kanal ein getrenntes Video gibt, hat Garmin jetzt den Edge Explorer 2 vorgestellt und da ein paar spannende Neuheiten im Bereich der Navigation eingebaut. Und einen Gesamtüberblick zu diesem neuen Navi für Freizeit- und Tourenradfahrer, den bekommst du jetzt hier im Video. Beim Gehäuse vom neuen Edge Explorer 2 dominiert die weiße Kunststofffarbe noch deutlich mehr. Und die Anmutung der Hardware ist sehr gut, kommt allerdings nicht ganz an die spitzenmäßige Verarbeitung von einem Edge 1040 ran. So ist zum Beispiel auch die Halterung weiterhin aus Kunststoff und nicht Metall. Übrigens, im Lieferumfang liegen zwei von diesen Gummibandhalterungen dabei. Beim Edge Explorer 2 gibt Garmin einen Preis von 300 Euro an und die Power-Variante, auf die ich später noch genauer eingehen werde, die kostet 100 Euro mehr, also 400 Euro. Bei der Größe hat sich im Vergleich zum Vorgänger quasi nichts getan. Das Gewicht liegt jetzt bei 104 Gramm. Und neben dem Touchscreen gibt es noch drei Tasten zur Bedienung. Das ist einmal an der Seite der Power-Button und dann an der Unterkante gibt es die Rundentaste, die weiterhin nicht alternativ belegbar ist, und die Start-Stopp-Taste für die Aufzeichnung. Neu ist, dass die USB-Buchse zum Laden und für den Anschluss an den Computer von der Rückseite an die Unterkante zwischen die Hardware-Tasten gewandert ist und da befindet sich jetzt eine USB-C-Buchse hinter einer Kunststoffabdeckung. Bei den internen Sensoren ist beim Edge Explorer jetzt neu der barometrische Höhenmesser hinzugekommen. Der ist wichtig für eine präzisere Bestimmung deiner zurückgelegten Höhenmeter. In dem Zusammenhang kurz erwähnt, beim Explorer 2 gibt es jetzt auch die Climb Pro Funktion für die Steigungen. Dann gibt es das neue Positionssystem. Da werden jetzt die drei wichtigen Systeme GPS, Galileo und GLONASS gleichzeitig genutzt. Allerdings gibt es nicht den High-End-Chipsatz aus dem Edge 1040, bei dem auch noch die Multifrequenztechnik zum Einsatz kommt. Finde ich aber nicht ganz so wichtig. In der Praxis ist da der Unterschied in den meisten Situationen nicht wirklich groß. Der interne Speicher vom Explorer 2 ist weiterhin 16 GB groß. Da kannst du dann auch über Garmin Express am Computer deine Karten verwalten. Ganz Europa passt auf jeden Fall mal drauf, ist ja jetzt in drei Regionen geteilt. Und wenn du beispielsweise eine freie OSM-Karte drauf haben möchtest, dann müsstest du eine dieser drei Regionen von Europa rauslöschen. Beim Display setzt Garmin weiterhin auf 3 Zoll Größe und eine Auflösung von 240x400 Pixel. Das ganze Display ist wieder ein transflektiver Bildschirm. Das heißt, wenn die Sonne im richtigen Winkel reinstrahlt, dann bekommst du eine super Ablesbarkeit. In schattigen Situationen oder in anderen Lichtsituationen, wo die Sonne nicht perfekt reinscheint, da bist du auf die Hintergrundbeleuchtung angewiesen. Das Ganze funktioniert etwas besser als beim direkten Vorgänger. Das Display ist somit etwas heller und auch kühler in der Ablesbarkeit. Allerdings hat Garmin weiterhin keinen Helligkeitssensor eingebaut und das ist dann schon ein Problem, da man in diesen schwierigen Beleuchtungssituationen tendenziell die Hintergrundbeleuchtung zu hell dreht. Damit kann man es zwar besser ablesen, allerdings geht das massiv auf die Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit gibt Garmin mit 16 Stunden an.
Die ist allerdings extrem davon abhängig, wie du deine Hintergrundbeleuchtung einstellst. Also ich war schon mal für optimale Ablesbarkeit mit 100% Helligkeit unterwegs. Da war dann der Explore 2 nach etwa 7,5 Stunden leer. Wenn man die ein bisschen reduziert, so auf ungefähr 60%, wo man noch ganz gut die Anzeige erkennen kann, dann hält der Akku etwa seine 14 Stunden durch. Zusätzlich zum Edge Explore 2 gibt es ja auch noch die Edge Explore 2 Power Variante. Dabei ist dann an der Rückseite auf der Halterung noch die Lademöglichkeit über die 5 Pins integriert. Das ist auch schon der einzige Unterschied zu dem hier vorhandenen Edge Explore 2. Der Lieferumfang von der Power-Variante ist dann nochmal größer. Da liegt dann noch eine spezielle Power-Mount-Halterung dabei, wo ein Kabel dran hängt, wo du dann die Stromversorgung entweder über USB oder über dein E-Bike herstellen kannst. Für das E-Bike brauchst du allerdings Spezialkabel und die schlagen mit verrückten 50 Euro zu Buch. Also da muss ich sagen, hat Garmin absolut den Bogen beim Preis überspannt, denn damit wird dann die Power-Variante im Endeffekt 150 Euro teurer. Das führt mich dann gleich zu der Frage nach Tipps zur Entscheidung, entweder für den Edge Explore 2 oder die Explore 2 Power Variante. Mit der Power Variante angeschlossen an dein E-Bike hast du natürlich keinerlei Stromprobleme mehr. Du kannst die Display-Hintergrundbeleuchtung immer auf 100% lassen für optimale Erkennbarkeit. Aber der ganze Spaß kostet dir dann mit dem passenden Kabel 450 Euro plus der Montageaufwand. Und da tendiere ich schon eher dazu, dass man dann nochmal 150 Euro drauflegt. Dann ist man bei dem Spitzenmodell Edge 1040. Da bekommt man dann das größere Display, einige Funktionen noch zusätzlich und über die Helligkeitsregelung ist der Akku auch realistisch etwa 30 Stunden betriebsbereit. Die Bedienung vom Edge Explore 2 erfolgt im Wesentlichen über den Touchscreen und der hat in der Praxis immer sehr zuverlässig und schnell funktioniert und das Ganze auch mit dünneren Mountainbike-Handschuhen bzw. bei Regen. Auf den neu gestalteten Datenseiten fallen die größeren Ziffern auf. Und dann gibt es hier noch so kleine Symbole an einzelnen Datenfeldern. Und beim Explore sind jetzt auch grafische Datenfelder möglich. Die neue Startseite und das neue Menü der Benutzeroberfläche hat der Explore 2 jetzt vom Spitzenmodell Edge 1040 übernommen. Da ist die Startseite deutlich anders aufgebaut und du kannst du auch noch nach individuellen Wünschen konfigurieren. Beim Menü hast du zwar einen anderen Einstieg, aber ansonsten findest du dich da sofort zurecht, zumindest wenn du schon andere Garmin Edge Geräte gewohnt bist. Die Einrichtung vom Explore 2 kannst du wie gewohnt über den Touchscreen und das Menü vornehmen oder du machst das Ganze jetzt über das Handy. Dazu gehst du in die Garmin Connect App auf dem Handy, wählst das entsprechende Gerät aus und kannst dann hier in den Aktivitätsprofilen, beispielsweise beim Tracking Bike, in der Navigation das Popularity Routing ausschalten oder du kannst hier die Trainingsseiten einstellen, gehst auf die erste Seite, siehst hier das Layout, muss dann allerdings hier unten auf das oberste Feld tippen und kannst dann hier den Wert austauschen und du siehst, sofort wurde auch der Wert auf dem Edge-Gerät getauscht.
Alle Einstellungen und meine Tipps zur perfekten Einrichtung vom Edge Explore 2 wird es in Zukunft auf einem getrennten Einrichtungsvideo geben. Damit du da nichts verpasst, drück unten auf die Abo-Schaltfläche, vergiss die Glocke nicht, dann verpasst du kein zukünftiges Video mehr. Neu beim Edge Explore sind jetzt auch Profile für unterschiedliche Fahrräder. Da gibt es genau 3 Stück. Das wären zum einen Offroad, dann Rennrad und Indoor, wobei das Offroad-Profil sehr gut für das Trekking- und Tourenrad passt. Und Indoor ist halt so eine politische Entscheidung, nachdem ja der Smart-Trainer-Hersteller Tax jetzt zu Garmin gehört. Leider hat Garmin dieses Profile-Thema im Explore nicht ganz zu Ende gedacht. So kannst du zwar die Namen und die Farben der Profile ändern, aber nicht den Aktivitätstyp. Der ist immer festgelegt und wenn du zum Beispiel mit dem Mountainbike unterwegs bist, dann landen deine aufgezeichneten Touren unter einer falschen Aktivität im Garmin Connect Portal. Und damit werden die Daten für das Popularity Routing auch nicht besser. Das sollte Garmin unbedingt die Möglichkeit ergänzen, die Aktivitätstypen der einzelnen Profile selbst zuzuweisen. Wenn du ein E-Bike mit dem Explore 2 koppelst, dann ändert sich automatisch der Aktivitätstyp auf E-Bike und zwar unabhängig davon, welches Profil du eingestellt hast. Wenn du mit 3 unterschiedlichen Rädern unterwegs bist und die auf die verschiedenen Profile verteilen möchtest, dann ist es natürlich clever, wenn du dein E-Bike mit dem Indoor-Profil koppelst. Denn so ändert sich der Aktivitätstyp automatisch auf das passende E-Bike-Profil. Komme ich zu den Neuheiten der Navigation. Da hat Garmin ja sogar ein bisschen mehr geliefert als im vorherigen Edge 1040. Insofern kamen da die verkehrsreichen Straßen hinzu. Die kannst du einmal auf der Kartenseite aktivieren. Dann werden die dir als rot gestrichelte Linien angezeigt. Du kannst einen Hinweis bekommen, wenn du dich so einer verkehrsreichen Straße näherst. Und du kannst sie auch über das Routing von deiner Streckenplanung ausschließen. Das betrifft allerdings nur Strecken, die im Gerät geplant wurden. Über das neue Menü sind jetzt Sonderziele leichter und schneller einzugeben. Dafür ist die Adresseingabe tiefer ins Menü gerutscht und damit komplizierter geworden. Und die eigenen Listen an Sonderzielen, die gibt es anscheinend jetzt überhaupt nicht mehr. Ich bevorzuge allerdings weiterhin die Navigation über vorher geplante Strecken. Da kannst du synchronisieren mit Outdoor Active, Strava oder wie ich das bevorzuge über Komoot. Da gibt es eine tolle Neuheit und zwar ist die letzte geplante und synchronisierte Strecke direkt über die Startseite erreichbar und die wird direkt bei der Synchronisation auch gecached. Insofern funktioniert der Start sofort ohne Wartezeit. Dafür wird es richtig zäh, wenn du die geplante Strecke mal verlässt. Da braucht der Edge Explore 2 schon mal eine ganz schöne Zeit, bis er überhaupt merkt, dass du die Strecke verlassen hast. Dann wird nachberechnet, das dauert in meinen Augen viel zu lange. Teilweise bekommst du dann noch keine Ansicht der Strecke, teilweise noch nicht mal eine Kartenansicht. Auch hier dauert es wieder ziemlich lange, bis du eine Alternativstrecke wirklich siehst und dieser folgen kannst. Und wenn du am Ende dann wieder auf deiner geplanten Strecke bist, da braucht der Explore 2 auch wieder ziemlich lange, bis er dir da die Information gibt und die normale Zielführung weitergeht. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob Garmin da eine zu schwache Hardware gewählt hat, die mit den Berechnungen überfordert ist, oder ob die Software noch so unausgereift ist
und deshalb diese Probleme auftauchen. Ich gehe mal davon aus, es ist eine Kombination aus beiden und hoffe darauf, dass zumindest die Softwareseite noch von Garmin korrigiert wird. Noch mehr Details und alle Möglichkeiten, die dir die neue Garmin Edge Navigation bieten, wird es künftig auch in einem getrennten Video geben. Du weißt schon, Abo-Button nicht vergessen, wenn du noch kein Abonnent hier auf dem Kanal bist. Bei den externen Sensoren hat Garmin jetzt nochmal deutlich mehr Möglichkeiten geschaffen. Du kannst jetzt also auch einen smarten Home Trainer koppeln oder auch den Leistungsmesser. Insofern bietet dir jetzt eigentlich der Explore 2 alle Möglichkeiten, außer der elektronischen DI2-Schaltung, die ist weiterhin nicht möglich. Dafür gibt es jetzt erstmalig in einem Edge-Gerät die Option, den Temperatursensor zu koppeln. Touren- und Freizeitradler, die ja hauptsächlich die Zielgruppe vom Explore 2 sind, sind ja gerne mal mit dem E-Bike unterwegs und da hat Garmin jetzt auch noch ein paar Funktionen ergänzt. Ganz wichtig vorab, du kannst nur Räder mit dem ANT Plus LEV-Profil, wie es zum Beispiel von Specialized oder Giant genutzt wird, koppeln oder die Räder mit dem Shimano Step-System. Einige Verwirrungen gibt es im Internet mit der Kompatibilität zu Bosch E-Bikes. Auf jeden Fall steht mal fest, Bosch liefert keine Daten an externe GPS-Geräte. Insofern die ganzen E-Bike-Funktionen funktionieren nicht auf dem Explore 2. Die Verwirrung kommt vermutlich daher, dass es für die Explore 2 Power-Variante ein Kabel zum Anschluss an den Bosch-Motor gibt. Aber dieses Kabel ist nur für die Stromversorgung zuständig. Daten gibt es von Bosch keine. Konkret hat Garmin die Reichweitenberechnung in die eigenen Hände genommen. Da versuchen sie mit der Smart-Reichweite eine präzisere Bestimmung der Restkilometer zu erreichen, indem zusätzlich noch Informationen über Topografie und Untergründe mit reingenommen werden. In der Praxis zeigt dieser Wert allerdings deutlich zu geringe Reichweiten an. Insofern glaube ich, muss da Garmin auch noch mal ein bisschen nachjustieren, um da optimale Werte zu bekommen. Ansonsten gibt es wie gewohnt eine getrennte E-Bike-Seite. Die unterscheidet sich von normalen Datenseiten allerdings nur durch dieses oberste Feld, indem du angezeigt bekommst, ob das Licht ein- oder ausgeschaltet ist. Und da gibt es noch diese Anzeige vom Akku. Ansonsten kannst du alle E-Bike-Datenfelder auch beliebig über andere Datenseiten verteilen. Komme ich zum Fazit vom Edge Explore 2 Praxistest. Die Hardware finde ich ordentlich, lediglich der fehlende Helligkeitssensor stört mich, denn der bringt dich in die Zwickmühle zwischen gut ablesbarem Display und ordentlicher Akkulaufzeit. Das neue Design der Datenseiten gefällt mir sehr gut. Auch freut es mich, dass es jetzt im Explore Profile gibt. Trotzdem, dass Garmin dieses System noch nicht ganz durchdacht hat, da hoffe ich aber auf künftige Updates. Das gilt auch für das Rerouting. Die Streckenqualität ist schon deutlich besser geworden, also keine Spur mehr von diesem dauernden Bitte wenden. Die Softwareprobleme muss Garmin mit künftigen Firmware-Updates noch in den Griff bekommen. Dann bekommst du mit dem Edge Explore 2 eine ordentliche GPS-Fahrradnavigation für den Freizeit- und Tourenradbereich und das Ganze zum attraktiven Preis. Wenn du noch Fragen hast, schreib die gerne in die Kommentare. An der Seite habe ich dir noch weitere spannende Edge-Videos verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Matthias. We'll be right back.